geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 FIFA Talk. Heute mit 5 interessanten Themen. Beim ersten seht ihr ein sehr kurioses Tor, beim zweiten das seltenste Pack in FIFA 18, beim dritten geht es um The Journey in FIFA 19 und beim vierten Thema habe ich ein sehr cooles Video für euch am Start und beim zehnten geht es nochmal um die Karriere in FIFA 19. Falls du öfter FIFA Talk sehen willst, lass jetzt einen Daumen nach oben da und dann gehen wir auch schon rein ins erste Thema und das ist eben dieses witzige Eigentor. Unfassbar kurios, was das für ein Eigentor ist. Schreibt mir auch in die Kommentare, was euer kuriosestes Tor oder Eigentor eben in FIFA war. Auf jeden Fall will Neuer den Ball hier wegschießen und bekommt ihn dann irgendwie an den Rücken und von dort aus geht der Ball dann ins Tor. Also absolut unlogisch und absolut kurios, finde ich. Das Ganze hat mir jemand auf Instagram geschickt, deswegen danke an dich auf jeden Fall. Und dann gehen wir auch schon rein ins zweite Thema und das ist das seltenste Pack in FIFA 18 und das ist wirklich mit Abstand das seltenste Pack. Denn das Ganze ist schon ein bisschen länger her, aber es hat wirklich mal jemand eine Manfli-Card aus einem ganz normalen Pack gezogen. Also der hat eine SBC gemacht, dort dann eben ein Premium Ligue 1 Pack bekommen, also ein 7,5k Pack, wo nur Ligue 1 Spieler drinnen sind und eben auch Verbrauchsobjekte. Und aus diesem Pack hat der Typ einfach Manfli Reward Verratti gezogen. Unfassbar, sowas dürfte eigentlich gar nicht möglich sein, aber er hat es irgendwie geschafft und das finde ich wirklich mega genial und das ist mit Abstand das seltenste Pack in FIFA 18. Weiter geht's mit The Journey News und zwar hat der Moskiller da auch nochmal ein Video gedroppt, einen weiteren Teil seiner The Journey News und ich finde die sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr interessant, deswegen solltet ihr dieses Video unbedingt abchecken, falls ihr euch für The Journey 3 interessiert. Das wird ja höchstwahrscheinlich der letzte Teil aus The Journey sein und es ist vielleicht auch möglich, dass man da, wenn man The Journey in FIFA 19 durchspielt, eine Icon-Karte von ihm bekommt. Ihr werdet im Video von Mo auf jeden Fall noch weitere Infos bekommen. Allerdings muss ich sagen, dass das mit der Icon Card eigentlich wirklich die größte Neuigkeit sein wird, die in The Journey drinnen sein wird. Hoffentlich eben. Also es ist noch nicht bestätigt, aber die Prognose ist irgendwie sehr, sehr wahrscheinlich. Also ganz, ganz viele sagen, dass das wirklich so sein wird. Ich bin gespannt und ich würde mich sehr freuen, wenn man wirklich Icon Hunter aus The Journey bekommen wird. So, wir sind jetzt beim vierten Thema und das sind die FIFA-Myths vom MadHD-Gamer. Die finde ich immer sehr interessant und deswegen solltet ihr die, denke ich, mal abchecken. Also das will ich euch einfach mal nur empfehlen, falls ihr euch einfach für FIFA interessiert, dann ist das sehr, sehr geil. Denn da hat er zum Beispiel irgendwie mitbekommen, dass Bakayoko im WM-Modus größer ist als im normalen Modus. Und solche komischen Sachen findet er eben teilweise raus und teilweise sind es halt Gerüchte und teilweise sind es halt Dinge, die wirklich stimmen. Und da habe ich euch jetzt einfach die letzte Episode verlinkt. Ich finde die Serie wirklich sehr, sehr cool und ich habe auch schon überlegt, das Ganze selbst mal irgendwie auszuprobieren. Allerdings würden sich dann sehr viele Leute aufregen, dass man das dann eben geklaut hätte oder so. Aber was haltet ihr davon, wenn wir einfach mal so eine FIFA-Mythen-Episode machen? Ich kann ja am Anfang natürlich den MadHD-Gamer einfach erwähnen und auch verlinken und eben Props geben für diese coole Serie und wir machen sie dann einfach deutschsprachig mit 9 Themen. Schreibt mir hierzu unbedingt eure Meinung in die Kommentare und schickt mir unbedingt Mythen auf Instagram. FIFA Allstars Underline David heiße ich dort und vielleicht bringen wir irgendwie in FIFA 18 noch eine FIFA Myths Folge auf die Reihe. Beim letzten Thema geht es nochmal um den Karrieremodus in FIFA 19 und zwar um 10 Karrieremoduswünsche, die eben vom Dennis Gaming TV geäußert wurden. Das sind natürlich aber Wünsche, die die Community auch extrem fordern und das sind wirklich irgendwie die Top 10 Wünsche für den Karrieremodus. Ich persönlich bin ja gar nicht so der Karrieremodus Zocker, deswegen möchte ich euch eben auch dieses Video empfehlen, denn dort seht ihr eben, ja, wie es im Karrieremodus eventuell aussehen könnte in FIFA 19. Ich habe zwar schon früher viel Karrieremodus gespielt, aber dann in FIFA 18, FIFA 17 und so eigentlich nur noch Ultimate Team. Und zu so einem Thema würde ich gerne ein Video machen, aber ich kenne mich einfach zu wenig aus mit dem Karrieremodus, deswegen möchte ich euch eben dieses Video empfehlen und das waren jetzt eigentlich auch schon alle 5 Themen für den heutigen FIFA Talk. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Ganze gefallen hat, checkt gerne die Links in der Beschreibung ab, auch zu meinem Merchandise, den High Hopes Merch natürlich. Und dann bin ich auch schon wieder raus, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, habt immer High Hopes, bis zum nächsten Mal und ciao.